Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute noch einen dritten Blog bei Richard. Ich habe meine Kamera schon im Auto gehabt. Und dann haben wir uns hier unterhalten beim Kaffee, der extrem nach Wasser geschmeckt hat. Nee, es war Wasser. Und dann hat Richard gesagt, der Teich, wir haben hier hinten gesehen, da wo die Brücke ist, der fällt hier runter bis auf 2,40 Meter Wassertiefe. Ja? Hat er damals so gebaut, da hat man noch gedacht, man braucht die tiefen Teiche fürs Überwintern, bla bla tralala. Und dann habe ich gefragt, gehen die Fische dahin? Legen die sich manchmal da unten ab? Sagt er, nee, da unten liegen die nie. Ja? Selbst im Winter nicht. Im Winter gehen die in dem Bereich, wo das Wasser 1,50 Meter tief ist. Hört, hört. Mittlerweile wissen wir, dass die 1,50 Meter tiefen Teiche aus vielerlei Hinsicht her die deutlich besseren, die performanteren sind. Wir wissen bei Konishi, der hat im Glashaus 1,50 Meter tiefe Teiche, hat 2 Meter tiefe Teiche. Und wenn wir da Glashausaufzucht machen, haben wir wirklich bei gleichen Verhältnissen, haben wir in den 1,50 Meter tiefen Teichen bessere Ergebnisse wie in den 2 Meter tiefen Teichen. Woran das jetzt genau liegt, ich habe noch keine wissenschaftliche Arbeit dazu gefunden oder mir hat es auch niemand sagen können, aber wahrscheinlich der Karpfen liebt dieses tiefe Wasser nicht. Da lastet viel zu viel Druck auf ihm. Wenn er unten liegt, muss man sich das überlegen, das ist was ganz anderes, aber in 1,50 Meter oder in 2 Meter liegt, wenn er mal ausruhen will. Das sind natürlich alles keine Beweise. Ja? Also eine Schwalbe macht keinen Frühling und eine Beobachtung macht auch nichts, wo man sagt, so ist es. Aber ich finde es dennoch einfach mal wieder für die Tatsache, was man empfiehlt und was die Fische auch tatsächlich tun, wenn sie die Wahl haben. Gerade in einem Teich, wo, ich zeige es Ihnen gleich nochmal, wie der von 2,40 Meter wirklich bis in 20 cm Wassertiefe ansteigt, dass die Fische dann, wenn sie ruhen, dass sie hier im Winter den 1,50 Meter tiefen Bereich suchen und nicht die tiefste Stelle, wie man das eigentlich gemeinhin immer glaubt. Auch die japanischen Naturteiche, wenn wir die filmen beim Abfischen, dann denkt man immer, wow, da ist 5 Meter Wassertiefe, 4 Meter Wassertiefe. In Wirklichkeit sind das wirklich Gewässer, die sind zum Teil auch gerade mal 1,50 Meter oder 1,30 Meter tief. Das schwankt natürlich immer ein bisschen, aber so wirklich 2, 3 Meter tiefe Naturteiche kenne ich nicht. Wir hatten früher einen, der war, glaube ich, wie tief war der? Ich glaube, 3 Meter an der tiefsten Stelle, lief aber so trichterförmig zu, so wie hier. Und da haben wahrscheinlich die Koi auch nur die Randbereiche gesucht. Was die Japaner glauben, wo aber Sandra Lechleiter sagt, sie hat noch nie einen Zusammenhang gesehen, dass die Tumorgeschichte, die Tumorhäufigkeit, die Tumorgefahr ansteigt mit der Teichtiefe. Je tiefer der Teich, dass dann die Tumore zunehmen. Das haben die Japaner irgendwo mal beobachtet, dass viele Fische, die nach Südostasien verkauft haben, dass sie relativ schnell an Tumoren gestorben sind. Und dort hat man viele 3 Meter tiefe Teiche. Warum? Genau das Gegenteil von uns. Die haben das ganze Jahr, wenn die äquatorial nahe liegen, dann haben die das ganze Jahr extrem hohe Temperaturen. Und vor allem im Sommer können dann die Teiche auf über 30 Grad könnten sie gehen. Und da wählt man den tiefen Teich, dass unten die Wärme ans Erdreich abgegeben wird. Und wir wollen natürlich genau das Gegenteil in unserem gemäßigten Klima. Wir wollen im Winter, dass wir von unten Wärme reinbekommen, dass der Teich unten wenigstens noch 4-5 Grad im Winter hat. Sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. Es ist übrigens in vielerlei Hinsicht ein großer Unterschied, ob ich in Äquatornähe bin oder weiter weg oder was ich jetzt für ein Wasser habe, ob ich ein sehr weiches Wasser oder ein sehr kalkhaltiges Wasser habe, was die Belüftung angeht, was viele Geschichten, was den pH-Wert angeht. Also man kann wirklich sagen, wenn man jetzt das, was ich für Modern Koi, für unser gemäßigtes Klima mit unserem eigentlich eher harten Wasser empfehle, würde man das 1:1 übersetzen, und da müssen Sie jetzt aufpassen, 1:1 übersetzen in ein Klima, wo heiß ist und wo wegen mir das Wasser sehr weich ist, dann könnte das durchaus auch bedeuten, dass die Koi da Probleme bekommen könnten. So, ich zeige Ihnen gerade nochmal, wir haben den Teich zwar schon angeschaut, aber dass Sie die, hast du deine Belüftung auf 2,40 Meter Tiefe? Ungefähr wie tief? Einen guten Meter. Also die Belüftung liegt nicht ganz unten, das ist auch gut so. Da würde man sicherlich den Koi keinen wirklichen Gefallen tun. Und wir haben hier die 2,40 Meter Tiefe, die von den Koi gescheut wird, nicht angenommen wird. Und jetzt hier steigt es langsam an. Und ich schätze mal, der 1,50 Meter tiefe Bereich ist hier irgendwo, oder? Und da liegen sie dann im Winter komplett, alle. Hinten ist es noch 50 cm und da gehen sie im Winter aber auch nicht hin. So, also die Koi suchen hier bei Richard im Winter wirklich den 1,50 Meter tiefen Bereich. Und das ist auch genau das, was ich Ihnen empfehlen würde. Wenn Sie die Möglichkeit haben, bauen Sie noch eine Flachwasserzone mit ein. Aber tiefer als 1,50 Meter müssen Sie in der Tat nicht gehen. Außer Sie hätten jetzt extrem große Fische.
Da kann es von der optischen Wirkung so sein, dass es besser aussieht. Aber auch da sollten Sie dann den Koi auf jeden Fall einen flacheren Bereich anbieten, damit, wenn sie mal angeschlagen sind, und das beobachtet man auch häufig, dass wenn ein Koi, ich habe mal früher einen Teich gehabt, der hatte nur wie da hinten so eine komplette Flachwasserzone mit 20 cm zwischen den Steinen. Und wenn der angeschlagene Koi hatte, die haben sich wirklich in diesen 20 cm Bereich zwischen die Steine reingedrückt, um sich auszuruhen. Und das war auch ein 2 Meter tiefer Teich. Also das mochten die damals auch nicht. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.